So, hier ist der vierte Film. In diesem Film geht es um Allianz, Deutsche Bank, Münchner Rück und Lufthansa. Also wundert euch nicht um die Zusammenstellung. Manchmal muss ich das einfach mal ein bisschen mischen. So, und vor uns haben wir die Allianz. Die haben natürlich die Prämien erhöht in den letzten Jahren. So, von daher sieht es eigentlich grundsätzlich erstmal ganz gut aus. Die bringen Zahlen. Moment, die haben nächste Woche Hauptversammlung. Und zwar, wann ist denn das? Am 4.5. Hauptversammlung und am 12.5. bringen sie den Q1-Bericht. Warum man sowas nicht zusammenlegen kann, ist mir zwar ein Rätsel, aber wie dem auch sei. Nach wie vor eine der größten Firmen, profitiert auch von den Zinserhöhungen. Grundsätzlich profitiert es mal. Das ist der Monatschart. Wir hatten hier, ich mache mal das Fadenkreuz raus. Wir hatten hier so ein kleines Doppeltop. Hier war eins, aber dann jetzt hier hatten wir auch eins, wo ich die Pfeile hingemalt hatte. Das hier, jetzt muss ich wieder reinmachen. Das hier war der Bereich von 223, also einmal, zweimal. Da sind wir jetzt durch. Am Freitag, glaube ich, sind wir da durch. Von der Technik her weiter positiv, nichts zu meckern. In der Nähe des oberen Bandes, deutlich weg von der 20-Monats-Linie und auch von der 200-Monats-Linie, gilt als technisch überkauft, aber ohne irgendwie den Hauch eines Verkaufssignals oder einer Destabilisierung. Auf Wochensicht sind die vom Oszillator ähnlich überkauft, drehen aber gerade in den positiven Bereich, auch auf die, wie ich das immer sage, antiquierte Sichtweise kommt sie auch nochmal hoch. Das ist okay, das ist okay. Und wir sind, auch hier sieht man das deutlicher über dieser 200, ich runde es jetzt so leicht, 24, dieses Top hier, was wir da ein paar Mal gesehen haben. Danach kommt direkt bei 233 die obere Linie. Und diese obere Linie ist das Prä-Corona-Hoch und nochmal das Hoch, was Sie gesehen hatten am 7.2.22 bei 234. Mal schauen, was der Tag noch so bringt. Der Tag. Ja, es ist eine schöne Bewegung hier von 192. Das sind fast 40 Euro hoch. Das ist okay. Hier ist diese kleinere dicke Linie mit diesen Pfeilen, die ich eben schon gezeigt habe. Und hier ist der nächste Widerstand. Auch hier von der Technik sehr hoch. Und vom MACD her, ich sag mal, neutral bis noch leicht positiv. Durch die Dividende wird der Chart ein bisschen versaut werden. Ich kann mir vorstellen, dass Sie relativ kurzfristig die 233 sehen. Ich glaube eigentlich nicht, dass Sie mit diesen ganzen Forecasts hier, die ich habe, sowohl im Monat, Woche als auch Tag, noch nennenswert weiter steigen können. Ich glaube, die haben erstmal ihre Schuldigkeit getan, insbesondere von dieser Bewegung hier von 155. Das war Ende September, Anfang Oktober letzten Jahres. Das ist ein ordentliches Wort, 155 und dann da hoch. Also gebe ich nicht mehr so viel Potenzial, aber ich habe noch kein Verkaufssignal. Nirgendwo, irgendwo. Das überdenken muss ich bei Bruch der 20-Tage-Linie, die ja jeden Tag ein bisschen steigt. Die Deutsche Bank, das ist ja auch der Monatschart. Auch grundsätzlich erstmal ein Profiteur von steigenden Zinsen, weil bis ihr sie kriegt, das dauert ein bisschen. Und das ist halt keine amerikanische Bank. Ich glaube nicht, dass deren Depot so voll ist mit irgendwelchen Anleihen in Amerika. Kann ich mir nicht vorstellen, weiß ich aber nicht. Die Zahlen an sich waren in Ordnung. Ausblick ist auch okay. Ich meine, die Deutsche Bank wird nie wieder die Investmentbank sein, die sie mal war. Das ist für mich eher jetzt eine modifizierte Sparkasse. Das klingt ein bisschen böse, ja, aber ich sehe da nicht so ein Risiko. Auch die letzte Krise da mit der Silicon Valley Bank. Dann gehen sie mal kurzfristig runter, aber die stabilisieren sich recht schnell wieder. Commerzbank genauso. Von der Technik her leicht negativ hier über sowohl den Trendfolger als auch den Oszillator. Das kommt durch diese Kerze hier im März. Da war das Hoch bei 11,86 und das Tief bei 7,94. Ich denke, solche Möglichkeiten, wenn das mal irgendwie durch irgendeine Krise weltweit da mal ein bisschen runtergeht, sind für mich eher Möglichkeiten, was zu kaufen. Und das kann man machen mit K.O.-Scheinen, die unter der 7 liegen. Sagen wir mal so 6, 6,5. Da ist der Hebel nicht so großartig. Ja, da sind wir irgendwo bei 2 bis 3. Aber ich finde es in Ordnung. Auf Wochensicht stabilisiert sich hier alles. Ja, sowohl das MACD als auch die Stochastik. Wir sind an der 10-Wochen-Linie. Ich finde da, ich kann ja jetzt nichts Negatives sehen. Das ist keine KI-Aktie, ja, keine ChatGPT, die wird nicht so quirlig sein und gleich auf 19 gehen. Aber ich sehe zumindest da einen Boden. Und mal gucken, was der Tag sagt. Tag ist auch in Ordnung.
mit Überbieten von diesem Hoch vom 20.04. Das ist, jetzt muss man schauen, das ist bei 10,21, macht sich die Deutsche Bank erstmal wieder frei bis zu diesem Gap hier bei 11,52. Das klingt nicht so viel, aber das ist nochmal 10%. Ja, da muss eine Ebbe lang verstricken. Also ich mag die hier, also auch hier von der Technik her, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich sehe größere Kursverfälle oder Abrutscher eher als Chance ein, beurteile die eher als 15, denn als 6. So möchte ich es mal formulieren. Ja, das kommt hin. Doch, damit kann ich gut leben. Die Münchner Rück. Ich unterschätze die immer wieder. Die ist halt nicht so vivid. Ja? Aber wenn man sich den Chart hier anschaut, komme ich gleich drauf. Die haben am 17.05. vorbörslich bringen sie den Q1-Bericht. So wie ich das sehe, hatten die wenig Schadenfälle, durften also auch die Prämien hier und da erhöhen. Aber guckt euch das an, das ist der Monatschart. Ja, 1.07. In einem Jahr von 212 auf 339. Nochmal, ich unterschätze die immer wieder. Das ist so ein konservatives Investment. Aber wenn sie mal läuft, siehe hier, dann läuft sie. Natürlich auch hier, war das Corona? Ja genau, das war Corona. Was haben sie da gemacht? 285 auf, na, die haben sich halbiert, auf 140. Also sieht super aus. Bänder gehen auf Monatssicht auf. Und da ist nichts hier irgendwie dem steigenden Kurs entgegengesetztes Band irgendwie dreher. Also die sehen von hier aus noch in Ordnung aus, sind auch heftigst überkauft, aber sind nach wie vor überall positiv. Kann ich auf Monatssicht überhaupt nichts meckern, aber gar nichts. Sagen wir hier, das ist die Wochensicht. Ja, klar, auch überkauft, aber hier kommen sie schon wieder in eine Stabilisierung rein. Die haben diese Pause hier mal ein bisschen genutzt, das war nicht viel, diese da. Da sind sie von 336 auf 292 und zack, wieder hoch. Mal gucken, ist das ein All-Time-High? Ja, die sind auf dem All-Time-High. Ich gucke da nicht so drauf, mir fällt das nicht so auf, aber es ist so, das ist eine gute, sinnvolle Firma. Ja. Ich möchte was sagen, das ist fast eine Bank für steigende Kurse. Tagessicht, auch weiter überkauft, hier neutral, aber die Tatsache, dass sie auf dem All-Time-High sind, gibt dir nochmal Platz nach oben. Also ich sehe da jetzt nicht da irgendwie was nennenswert Negatives, käme ich nie auf die Idee zu shorten, sondern eher, wenn sie mal deutlicher runterkommen, hier so Richtung 3,18, also 20 Euro, idealerweise vielleicht sogar hier zu 300 nochmal, ist das grundsätzlich auf längere Sicht eher ein Kauf. Also ich mag die. Ja. Kann man sich natürlich überlegen, wenn man sich hier mal gekauft hat, ob man ein paar gibt, ja, oder das vielleicht absichert, aber ich habe hier kein Verkaufssignal, gar nichts. Die laufen schön, stetig, weiter hoch. Also ich unterschätze die immer wieder. Die Lufthansa, eigentlich einer meiner Lieblingsaktien, weil immer wenn die mal fällt, kann man die kaufen. Vielleicht läuft sie dann nochmal 50 Cent gegen ein, aber ich mag die. So, die haben die Zahlen am 3.5., das ist am Mittwoch, vorbörslich. Und haben am 9.5. Hauptversammlung. Die werden eigentlich immer wieder schlecht gesprochen. Lange Wartezeiten, extra Kosten, das läuft schief. Does not plan to take blocking minority stake, okay. Plötzlich ist der Status weg. Also irgendwie versucht man die immer, Kursziel gekappt. Ja, also irgendwie versucht man die immer schlecht zu reden. Neulich war eine Analyse, die CO2-Zertifikate. Ja, die würden irgendwie teurer werden. Ich kann mich dem nicht verschließen. Aber dann macht die Lufthansa eins. Ich meine, die hat jetzt mittlerweile schon in Europa einen ziemlich heftigen Markt und auch weltweit einer der größten. Die erhöhen halt einmal die Preise um 2-3%. Da haben die keine Probleme mit. Das haben sie ja schon die ganze Zeit gemacht. Die Flugpreise kommen ja gar nicht runter. Auf Monatssicht sind wir natürlich überkauft. Und das gefällt mir kurzfristig nicht so. Die werden ein bisschen negativer hier über den Trendfolger. Die Bänder sind aufgegangen und das untere neigt so ganz, ganz leicht in die Horizontale. Das möchte ich gerne mal anschauen, Ende Mai. Aber trotzdem, sie sind über diesem Niveau hier, was sie hatten am 1.3.2021. Ich finde sie grundsätzlich noch in Ordnung. Die haben sie auch wöchentlich schon ziemlich stark abgebaut. Die können meines Erachtens nach auf Wochensicht sogar durchaus noch ein bisschen weiter fallen. Und zwar hier so in diesem Bereich, da sind wir so bei 8.
Also ich sehe jetzt im Moment keine Notwendigkeit, dem Kurs irgendwie hinterher zu rennen. Ich glaube, die machen nochmal eine Pause, die erfrischt. Meines Erachtens nach maximal bis zum unteren Wochenband, beziehungsweise zum 61er, da wären wir hier so bei 7,80. Das können sie durchaus machen. Damit hätte ich überhaupt kein Problem. Das kommt auch hier hinten vom Chart nochmal rein. Also Chart, 61er, unteres Band und 200-Wochen-Linie liegen hier in dem Bereich 7,80. Ja, sollen sie nochmal fallen. Aber ich glaube es nicht, dass sie es wirklich so weit tun. Auf Tagessicht sind die auch immer mal wieder positiv. Ja, die fallen nochmal. Wir haben jetzt hier so, so eine Art Dreifachboden hier in dem Bereich von 9,34 zu 9,10. Das ist also relativ eng. Das ist oft bestätigt hier. Und dreht schon wieder hoch über den Oszillator. Wird schon wieder leicht positiv über das MACD. Also ich habe die, warte mal, könnte ich hier nochmal was, sticht mir was ins Auge. Könnte ich hier nochmal eine Linie ziehen. Die ist dreifach bestätigt, das passt auch. Da sind wir bei, jetzt am Montag bzw. Dienstag sind wir bei 9,97. Also ich glaube nicht, dass die viel nach unten fallen, aber irgendwelche 50 Cent oder vielleicht ein Euro, mit ein bisschen Glück 1,50 Euro ist für mich eher kaufenswert. Wenn ich da in K.O.-Schein reingehe, würde ich eine Basis suchen, die unter 7,60 liegt. Sagen wir mal so 7,30. Das ist dann auch ein ganz erquicklicher Hebel. Kann man liegen lassen. Also ich mag die. Wenn Sie Zahlen bringen, was werden Sie sagen? Auslastung stark gestiegen, ist ja logisch. Ja. Ich höre auch immer, dass die Ölpreise oder Kerosinpreise in diesem Fall da eine Rolle spielen. Soweit ich weiß, sind die auf ein Jahr gehedged. Die suchen nach wie vor ziemlich viele Leute. Pro Monat bekommen die irgendwie 1.000 Leute dazu. Und so wie ich das also ganz grob überrechnet habe, müssten die noch so 12.000 Leute suchen. Also ich finde die okay. Ich mache mir da keine nennenswerten Sorgen. Ich denke eher Bereich 14 als 6. 6 sehe ich also überhaupt nicht. 7 mit viel negativer Fantasie, ja. Aber ich mag die. So, dann kommen noch weitere Filme. Dann geht es dann um Adobe, Microsoft, Metaverse, Amazon. Dann kommt noch die Rheinmetall, Deutsche Post, Danone, Bayer, Fresenius, Telekom, Thyssen und EasyJet. Also da kommen noch ein paar Filme. Aber ich brauche bis morgen Zeit. Das schaffe ich nicht alles an einem Tag. Aber die Ehre, Baba.